Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Licht und Finsternis. Ja, noch immer im Kristallwall unterwegs, in dem wir ja schon einiges erlebt und gesehen haben und auch einige Kämpfe bereits hinter uns hatten. Huch, und da wartet wohl schon der Nächste auf uns. Okay, also du bist der Erste, der stirbt. Heilen darf nur ich, das solltet ihr eigentlich wissen. Kristallgräber. Gut. Tja, also es wird auf jeden Fall gleich mal kräftig weitergekämpft. Wir haben ja ein paar Tore bzw. drei Portale zur Auswahl. Durch eines sind wir bereits gegangen, das war die Tempelprüfung. Und das nächste war ja im Grunde schon dieses hier. Eines haben wir noch vor uns und auch eine Höhle haben wir noch gesehen. Also es gibt noch einiges zu erkunden. Doch alles der Reihe nach. Erst einmal gilt es ja, diese Gegner hier auszuschalten. So, heilen. Ja gut, darf er einmal. Ich bin ja nicht so... So, Selena wieder dran. Müssen wir uns heilen? Man sollte sowas ja nicht aus den Augen lassen, aber nein, passt noch. Gut, eine Reinigung auf ihn. Und ja, ich denke mal, das sollte auch gar nicht mehr so viel haben. Die anderen Gegner, das wissen wir ja, die halten sogar ein bisschen mehr aus. Aber ich denke mal, der hier wird bald fallen. So, sollen wir noch einmal eine Reinigung sprechen? Ja, aber ich werde dann demnächst das Ganze ein bisschen für die Heilung aufheben. Ja, sie haben einige Angriffe drauf. Vor allem, wenn es auf die ganze Gruppe geht, ist das schon ein bisschen böse. Deswegen würde ich sagen, einen Glimmerstaub auf Tiram erst einmal. So, Lia kann nicht heilen und wir haben auch noch nicht genug Energie. Das wird Lia als nächstes übernehmen. Selena meinte ich. So, du heilst Lia und schon geht's uns wieder gut. Okay. 17 Schaden nur noch. Naja. Den werden wir trotzdem klein kriegen. Energie haben wir auch wieder genug. Als nächstes wird Selena geheilt. Gut. Na dann weiter. Ach, Wirbelwind ist zu teuer. Okay. Wusste ich nicht mehr. Dann greif einfach nochmal an. Tiram, was kannst du alles? Ein Flammenschlag. Kostet 7 Energie, schade. Stimmt, da wollte ich auch noch nachgucken. Wie es mit den Magie-Levels so aussieht. Bis jetzt kloppen sie uns ja ganz schön runter. So, Selena, Glimmerstab auf Tiram. Ah, ich möchte mal gucken, ob ich wieder was von der Magie leveln kann. Ich denke mal, das können wir mittlerweile schon wieder machen. Na, er hält einiges aus. Was haben wir denn noch? Glimmerstab kennen wir. Okay, mehr ist es nicht. Wir könnten echt mal irgend so einen Ritter beschwören, aber eigentlich ist mir das zu kostbar nach wie vor. Das möchte ich mir wirklich vielleicht für einen Boss oder so aufheben. Okay. Tiam ist wieder dran. Müssen wir uns heilen?
Ich denke mal, noch nicht. Gut, Flammenschlag würde genau passen. Dass zumindest der hier mal weg ist, ey. Der hält ja einiges aus. Tja, und ich habe mich das letzte Mal noch über diese gut schaffbaren Kämpfe beschwert. Ja, ich ziehe das doch ein bisschen an, muss ich sagen. Lia, du kannst eh nicht heilen. Gut, hier haben dagegen schon. Wir sprechen einen Glimmerstaub auf, Selina. So, wir könnten uns auch gleich nochmal heilen. Und zwar dieses Mal Tiram. Na. So, dann geht es uns ja eigentlich schon wieder ganz gut. Lia kommt dann auch noch dran. Und dann wird hoffentlich endlich mal der erste Gegner fallen. Oh oh. Tja, schon ist es passiert. Lia ist tot. Haben wir etwas, um sie wieder zurückzuholen oder so? Hier wohl kaum. Wenn, dann müsste ich um hier schauen. Heiltränke sind es nicht. China-Wurzeln. Ginga-Wurzeln. Ich sag immer das Falsche. Engelskraut. Ach Mann, das ist aber ein bisschen... Naja. Zwei Stück sind jetzt nicht so toll. Oder sollen wir Lia einfach tot lassen und nach dem Kampf heilen? Ich bin schon am Überlegen. Naja. Sie machen es uns nicht mal so einfach. Ich hoffe mal, dass der Gegner da hinten endlich mal sterben wird. Dieser Kristallgräber. Ja, meine Stimme verabschiedet sich leider schon wieder allmählich. Das kekst mich an. So, ich werde hoffentlich diesen Part noch etwas anderes erleben als diesen Kampf. Müssen wir uns heilen? Vorerst noch nicht. Ach, das kostet ziemlich Energie, okay. Pech gehabt. Na dann weiter. Oh, oh. Na, was soll denn das? Tiram hat einen Bann erhalten. Das heißt, wir können jetzt wohl nichts mehr machen mit ihm. Und wenn es nicht weggeht, dann... werde ich wohl etwas unternehmen müssen. Okay, ich kann mich nicht heilen. Das ist wirklich ein bisschen gemein. Dagegen müssen wir was machen. Tja, Blaukraut, hilft es dagegen? Ich weiß es nicht genau. Hexenelixier heilt Statuszustände. Das gleiche wie das Blaukraut. Ich versuch's einfach mal, ob es wirkt. Natürlich wirkt es nicht. Keine Ahnung, wofür ich den Schrott bei mir habe, aber das ärgert mich gerade ziemlich. Naja, was soll's, Selina? Du heißt erst einmal Tiram. Tja, und schon ist es wieder gut, dass wir zwei Heiler in der Gruppe haben. Wenigstens kann er noch angreifen. Wie er einfach nicht sterben möchte. Gut. Ich denke mal, bei dir wird es mal Zeit für eine Reinigung. Oh oh. Shit. Das habe ich... Ui, die HP habe ich nicht mehr gesehen.
Ja, jetzt ist Lia auch noch, Selina auch noch tot. Ach du liebe Zeit. Tja, Tiam kann nur noch angreifen und nichts heilen oder so. Ich glaube schon fast, dass ich mich sterben lasse. Das kommt plötzlich und es ist unglaublich, was der da hinten aushält. Unglaublich. Das Dumme ist auch dieser Zustand, er geht... Ja, jetzt ist der Zustand wieder weg. Klar, jetzt wo ich tot bin. Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, Freunde. Sehr, sehr, sehr gemein, was sie da gemacht haben. Aber okay, das juckt mich nicht so wirklich, auch wenn wir jetzt leider ziemlich viel Zeit verloren haben. Hilft es nichts? Ich würde sagen, wir gehen diese Gegner noch einmal an. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Aber wenn er so viel aushält, werde ich vielleicht doch erst die Kleinen machen. Ich finde es im Übrigen auch total gemein, wie ich schon erwähnt habe, dass sie immer diesen Erstschlag haben. So, diesmal versuchen wir es anders. Greifen erstmal den Kleinen an. Das soll er von mir aus irgendeine Heilung sprechen, das ist mir egal. Gut, Energie haben wir auch erst einmal wieder angesammelt. Als nächstes werden wir uns mal wieder heilen. Und zwar einmal Glimmerstab auf uns selbst. Und als nächstes ist Lia dran. Und zwar mit heilen. So, Selina. Okay. Also diesen Fehler werde ich nicht noch einmal begehen. Doch, naja. Kann passieren. Halb so wild. Diesmal versuchen wir es ein bisschen anders. Denn ja, der erste, der Schaden machen kann, ist schon mal erledigt. Heilen müssen... Oder sollen wir uns heilen? Ne, 65 Schaden werden die nicht machen. Von Selina. Obwohl... Ne, ich riskier's nicht. So, immer aufpassen, dass man nicht den Falschen auswählt. Naja, sie haben schon viele Angriffe drauf an einem Zug. Doch dieses Mal werden wir sie erledigen. Gut. Heilen werden wir uns selbst. Schadet ja nichts. Und als nächstes noch Lia. So, weiter geht's. Ich würde mal sagen, als nächstes wäre mal wieder ein Flammenschlag angesagt. So, du machst einen Wirbelwind. Ach, der geht eh auf beide Gegner, okay. Wusste ich gar nicht mehr. So, heilen sollen wir, brauchen wir uns noch nicht. Na dann, immer weiter. Der muss doch endlich mal besiegt sein. Ach, jetzt spricht er wieder seinen Bann. Aber das interessiert mich dieses Mal nicht. Wir haben noch jemanden, der heilen kann. So, mal gucken, wie sieht's in der HP aus. Ach, sprechen. Ach, das ist Lia, okay. Wir werden trotzdem einfach mal eine Heilung aussprechen. Ach, das ist Tiram.
Und warum greife ich mit Selina an? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen unkonzentriert. So, Tiam kann nicht heilen. Du greifst weiter an. Selina. Einmal Glimmerstab auf dich selbst. Ich hätte Lea eigentlich was anderes mit Lea was anderes machen können, außer angreifen, aber egal. So, du heilst noch einmal. Und zwar Tiram, würde ich sagen. Tiram kann ja nur angreifen. Und Lea rotzt dieses Mal einen Wirbelwind raus. Tja, ich hoffe, dieser Gegner ist einmalig, ansonsten bin ich leicht am Verzweifeln, so viel wie der aushält. Naja. Wir werden ihn dieses Mal schaffen. Tiram, ja gut, du kannst keine Magie mehr machen. Ah, okay, der Zustand ist weg. Endlich. Na, ich hoffe, der ist endlich mal Geschichte. Halt! So, du darfst endlich wieder heilen, dann mach das gleich mal bei Lea. Selina, müssen wir irgendjemanden noch heilen? Nee, uns geht's gut. Was können wir denn noch machen? Reinigung? Sonst hat sie ja nichts. Okay. Dann eine Reinigung auf diese, auf diesen Kristallgräber. Magie, glaube ich, reicht noch nicht. Wir greifen einfach an. Stirbt er endlich mal? Ich weiß es nicht. Heilen müssen wir uns nicht. Du machst noch einen Flammschlag. Boah, der hält was aus. Ich habe auch schon von einigen Seiten eigentlich gehört, dass die Kämpfe hier doch recht anspruchsvoll sein sollen. Bis jetzt wurde ich eigentlich nicht enttäuscht. Was für ein HP-Monster. So, wir heilen trotzdem mal, nicht dass er gleich wieder abkratzen möchte. Die Energie soll ja genutzt werden. Gut, du machst noch meine Reinigung. Okay, er wollte wieder irgendeinen Zustand auf uns machen, aber der hat diesmal nicht getroffen. So, müssen wir noch was heilen? Eigentlich nicht. Egal, wir greifen weiter an. Sollte nicht da zu viel im Inventar gucken. Damit wir mal vorankommen heute noch. So, ihm geht's immer noch gut. Na, das freut mich nicht. Gut, einmal heilen wir Lea. Und der Rest darf angreifen. Lea greift an, jawohl. Und Selina wird dann nochmal eine Heilung sprechen. Obwohl. Ach, was soll's. Wir haben's ja. Tja, er will nicht sterben. So langsam bin ich ein bisschen am Verzweifeln. Jo, mach das wieder. Haben wir doch noch den ganzen Part hier vertrödelt.
Ach, das geht noch gar nicht, okay. Gut, Selina wird wieder heilen. Tiam kann das gleiche eigentlich auch nochmal machen, würde ich sagen, oder? Naja, eigentlich nicht wirklich notwendig. Nee, wir lassen das. Flammenschlag geht noch nicht, das kostet ja 7. Okay, greif einfach an. Wirbelwind. Ach, mach einfach mal. Hauptsache, das Viech ist bald tot. Tja. Ich hoffe wirklich, das ist ein einmaliger Gegner. Okay, Lia hat einen Bann. Das interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Heilen, ja, Lia können wir mal heilen. Müssen wir noch jemanden heilen? Nicht unbedingt. Aber egal. Perfekt. Er ist tot. 34 EP hat er gegeben. Doch, leider keinen zur nächsten Stufe verholfen. Was soll's. Hier ist nichts so. Na, ein Glück, das wird abgespeichert. Ich will den nicht nochmal machen. Gucken wir uns wenigstens noch für ein paar Minuten weiter um. Ach, okay, hier kommen wir wieder in diesen Wald raus. Wo wir ja zuletzt waren. Tja, warum nicht? Gucken wir uns hier einfach mal um. Da vorne scheint es in eine Stadt zu gehen. Naja, das werden wir noch nicht machen. Wir bleiben erst einmal hier. Doch, ich muss leider auf die Uhr gucken und sehen, dass ich für heute den Part schon beenden muss. Tja, tut mir leid, dass es etwas kürzer geht, aber seid gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal bei Licht und Finsternis.